Moin moin Leute, ich bin Lil Confus Brain oder einfach nur Yannick und begrüße euch zum Grande Finale, zum allerletzten Part von The Legend of Zelda Minish Cap. Wir haben vieles durchlebt, wir haben im letzten Part sehr viel noch eingesammelt und sind genau hier an diesem Ort stehen geblieben. Wie ihr sehen könnt, ich nehme das gerade direkt nach dem Part vom letzten Mal auf. Ihr müsst jetzt leider bis heute am Mittwoch warten, aber das soll uns nicht aufhalten. Vati, Fati, jetzt zu besiegen und ein für alle Mal den Frieden zurückzubringen nach Hyrule. 12 Jahre, nachdem ich das Let's Play damals aufgenommen habe, soll es jetzt, heute, zu Ende gehen. Aber wir dürfen erstmal ein bisschen kämpfen. Ich weiß noch, was für kranke Probleme ich bei dem damals hatte. Obwohl der so easy ist. Es ist so lächerlich. Man muss einfach nur sein Schild hinhalten. Außer er macht die Attacke. Bei der Attacke nicht. Guckt euch an, wie einfach das ist. Ich habe damals mein Schild nicht einmal benutzt. Weil ich blöd bin, Freunde. Weil ich blöd bin. So, hier geht's nach rechts, wo es eine Truhe gibt. In dieser Truhe gibt's den Kompass. Denn wir befinden uns jetzt quasi, wenn man so möchte, im allerletzten Dungeon des Spiels. Hier können wir nochmal so ein bisschen rumlaufen. Können, oh Gott, ein bisschen Angst vor Mumien haben. Tipptopp. Und haben noch so ein, zwei Rätsel zu lösen, bevor es dann letztendlich zum Bossfight geht. LOL, der ist da sogar reingefallen. Ha! Ich glaube, das habe ich damals auch noch nie geschafft. Oh, unsere Herzen gehen schon wieder zur Neige, weil die Gegner machen hier natürlich einiges an Schaden. Das ist jetzt nicht mehr so Larifari, wie man das vorher gewohnt war in dem Spiel. So, als wäre das Spiel vorher super einfach gewesen. Das Spiel war eigentlich ziemlich einfach, muss man schon sagen. Von anderen Zelda-Teilen ist Minish Cap so schon ein Teil, wo man sehr gut reinkommt. Also wenn ich alleine an Ocarina of Time denke und wie ich den durchgespielt habe, das war schon ein Armutszeugnis, was ich da so abgeliefert habe. Oh oh. Von denen will man nicht getroffen werden. Hier flattern wir um das dunkle Schloss von Hyrule hinüber. Um hier zu landen. Droppst du auch ein Herz? Ein Glücksfragment sogar. Guten Morgen. Nehmen wir auch gerne mit. Warum nicht? Okay, hier müssen wir uns vervielfältigen. Das müssen wir tatsächlich auch, um das da unten wegschieben zu können. Also hier sieht man, das große Problem ist, dass man vor dem hier Angst haben muss. Und wenn man angefeuert wird, dann wird der echte Link angefeuert. Oh boy, das macht einen glücklich. Das heißt, der einzige Weg, wo man sich verstecken kann, ist dann ja wohl hier unten. Genau. Viel Zeit haben wir auch nicht. Boah. Schnell rübergeschoben. Schon sind wir hier angelangt. Was man eben schon von oben anschauen konnte. Ich will nicht so viele Herzen verlieren vor ihm. Ich meine, bevor man letztendlich zu ihm kommt, hat man nochmal die Möglichkeit, seine Herzen so ein bisschen aufzustocken. So viel Angst braucht man da jetzt nicht haben. Man wird nicht komplett allein gelassen, glücklicherweise. Weiter geht's. Puh. Das müsste ausreichen. Ich habe mich jetzt gewundert, wenn wir nicht zu dem Wirbelsturm hätten kommen können. Moin. Hier können wir nichts tun. Aber wir können hier schon mal reingucken und uns denken, wow, das ist aber schön. Das sieht ja fabelhaft aus. Das sieht... Okay. Ich hätte gedacht, dass da eventuell eine Bombe gelegt werden muss. Aber hier muss tatsächlich ein Pfeil verschossen werden, um hier rüberzukommen. Kein Problem für uns. Wir wissen, wie man mit Pfeilen umgeht. Oh Gott. Aber ich muss schon zugeben, dass das dunkle Schloss Hyrule haben die hier so gut hingekriegt. Ich finde, es sieht so krass aus. Gerade so auch mit dem lilanen Himmel quasi drumrum. Oh, es ist schon echt sehr, sehr schick. Es ist schon sehr, sehr schick. Okay, hier dürfen wir nochmal einmal beweisen, dass wir
Verständnis dafür haben, wie man sich vervielfältigen muss, um da oben irgendwas zu hitten. Ich hoffe, ich habe dafür ein Verständnis. Ich habe dafür ein Verständnis. Nice! Das ist ja großartig. Okay, durch die große Tür. Oh Gott! Alleine nicht unbedingt schlimm. Zwei von denen grenzwertig. Moin. Boah, einen dicken großen Rubin geben sie noch. So, als ob ich das Geld einsetzen könnte, wenn die mich umbringen. Junge? Magst du vielleicht mal nach mir... Junge! Hallo! Der hat keine Lust, nach mir zu schlagen. Kann man die vielleicht sogar super easy mit einem Pfeil einfach erschießen? Wäre auch zu simpel. Mit einem Bumerang-Stun? Ja, wäre ebenfalls zu simpel, das stimmt. Junge, bitte schlag mal nach mir. Hä? Der macht mich jetzt gerade komplett wirsch. Der macht keinen anderen Move. Danke! Er war sogar One-Hit. Er war sogar One-Hit. Can you believe it? Hier wart kein Gegner auf einen. Okay. Looks kinda sus to me. I'm just saying. Aber nun gut, nun gut. Gehen wir hier erstmal weiter. Hier haben wir das rote Portal. Links ebenso. Ein... Oh God, I remember. War das nicht so, dass man einen hier draufschlagen musste, der das dann in der Mitte hochjagt? Weil man Bomben nicht selber legen konnte? Irgendwas war da, was irgendwie ein bisschen crazy war. Okay, weil das haben wir jetzt natürlich schon mal gelöst. Super. Oder man kann vielleicht mit ganz viel Glück die genau richtig werfen. Müsste eigentlich gehen. Ich ziehe meinen Hut vor mir selbst. Das war schon nicht schlecht. Das war schon smart auch. Ja, hier sieht man jetzt ja gleich, wo es darauf hinauslaufen wird. Man muss vier von den großen Rittern töten, die Apokalypse naht. Vier Ritter wollen einen noch hops nehmen, bevor man hier zum Endboss kommt. Und hier soll alles beginnen. Guten Morgen. Okay, gab es bei euch irgendwas zu beachten oder war das auch einfach... Oh, Frick, das sieht schon brutaler aus. Oh. Ja, ich erinnere mich. Die waren wirklich einfach sehr schwer. Wenn man natürlich sehr mutig ist und einfach dann zuschlägt, wenn er zuschlägt, dann kann man den natürlich dann auch hitten, ne? Ich weiß aber allerdings nicht wirklich, ob das mutig ist. Oh nein, nein, da wollte ich doch gar nicht drauf. Der rote Ritter kommt. Der... Oh Gott, zwei Ritter!
Oh Gott, nur nochmal zwei Ritter. Ja, ist ein Traum. Ist ein Traum. Bla bla bla. Noch ein roter Ritter. Da wollte ich gar nicht drauf, aber thanks, I guess. Und von diesen Rittern soll man einen wundervollen Schlüssel erhalten. Und dieser Schlüssel lässt dann den großen Schlüssel holen, mit dem man dann Fatih besiegen darf. Hell yeah. Ein Spaß für die ganze Familie. Okay, legen wir direkt los mit einem roten Ritter. Heilige Scheiße, was ist der? Ist der? Der hat ja richtig Bock zu kämpfen. Krass, bei dem Graben. Zumindest bei dem Roten, weil der halt recht lahmarschig ist. Hat man sogar die Möglichkeit, an ihm vorbeizulaufen. Und ihn dann von der Seite zu hitten. Dann geht das natürlich alles ein bisschen schneller, ne? Okay, der erste ist gefallen. Aber das wird einem natürlich nicht einfach so überlassen. Nein, 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 nein. Das wäre ja viel zu simpel. Ich weiß gar nicht, ob die dann trotzdem vielleicht irgendwann wieder zurückkommen. Hier oben müssen wir jetzt nämlich ein paar Pfeile verschießen. Eins, zwei, drei, vier. Damit sich da oben die Tür öffnet. Traumhaft. Boah, mit den zwei Rittern auf einmal, das ist schon gruselig. Ich habe komplett verkackt, wie man hier schieben muss. Aber komplett. Aua. Nee. Man soll so schieben. Ach, wild. Um dann hier runterzufallen. Um dann direkt von zwei Mumien auf die Nase zu kriegen. Um dann weiter nach oben zu kommen? Wo genau sehen die mich hier gerade? Ah ja, hier kommen wir jetzt wahrscheinlich zum ersten Schlüssel, korrekt? Einen kleinen Schlüssel erhalten. Traumhaft. Okay, also ihr seht, man hat nicht nur die Prüfung, dass man die Ritter besiegen muss, was sowieso schon ganz schön schwierig ist. Nee, 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 nee. Das wäre ja zu einfach. Man darf auch noch zum einen den ganzen Weg rüber latschen und dann noch so eine kleine Herausforderung danach machen. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Oh, oh wei. War das nicht ein Pokémon? Okay, hier gibt es nur Pfeile, weil die benötigt man hier zwangsweise. Okay, wir haben den ersten roten Ritter besiegt. Der war ja noch an sich eigentlich recht simpel. Jetzt nicht so schwer. Zwei Ritter auf einmal sind schon anderes Kaliber. Und da kommen wir jetzt hin. Okay, ja, okay, 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 okay. Okay, ich hab nichts gesagt. Haha, die halten ja nichts aus. Was für Luschen. Die halten ja absolut gar nichts aus. Hier übrigens einfach so reinzurennen, absolut stupid. Weil woher will man wissen, dass man das hier instant schafft? Tja, manche Leute haben es halt auch einfach drauf, ne? Hört auf, mich abzuschlabbern! Hä? Warum kann man die nicht... Ja, genau! Spring doch gleich am besten wieder in... Ja, genau! Komm! Junge! Geht's denn? Okay! Ey, ich bin immer dabei, wenn man auf die Nase kriegt, aber ey, dreimal in Folge, wenn man von einem zum anderen gereicht wird, wo sind wir denn da? Jung! Ich will meine ganzen Feen jetzt nicht verlieren, weil ich hier noch auf dem Weg bin. Ich werd bescheuert.
So, zum nächsten Türmchen dürfen wir gehen. Warum sollte man nach unten gehen? Das wirkt dumm. Ja, so dumm war es gar nicht. Ich frage mich gerade, ob seine Fee einen wirklich komplett heilt. Sie kommt auf jeden Fall zum Einsatz, wenn man kampfunfähig gehen würde. Dementsprechend, das alles Gucci. Wir werden jetzt gleich nicht suddenly draufgehen und Game Over sein. Aber... Schön. Okay, 2 von 4 haben wir damit schon mal erledigt. That's something. Hier ist nochmal ein einzelner roter Ritter. Warum greifst du auch so an? Das ist ein bisschen dumm von ihm, ne? Das hat er gehört. Das hat er auf jeden Fall gehört. Shit. Oh, fuck. Okay, wir müssen uns in einem Kreuz anordnen. Wie sollen wir das denn machen? Ja, eigentlich letztendlich doch nur ein Kreuz, ne? Also, dann reicht doch ein so ein Feld. Ja, was dann wahrscheinlich schwierig wird, ist das da durchlaufen. Das ist ja eigentlich klar, dass das schwierig wird. Ja, so geht's auf jeden Fall. Es war fast ein bisschen eng, weil es sah fast danach aus, dass wir... Hätte der jetzt trotzdem gefeuert, obwohl er gerade umgebracht wird. Das hätte ich... Das hätte der bereut, mein Freund. Ach du Scheiße! Nee, das mache ich nicht. Da müssen wir nicht hin. Da will ich nicht hin. Das ist ja gruselig. Selbst wenn da jetzt gleich irgendwelche Feen gefallen wären, das hätte ich nicht mitgemacht. Auf keinen Fall. Übrigens, nur um auf Nummer sicher zu gehen, möchte ich jetzt gleich trotzdem einmal ein Save State laden. Speichern, nicht laden. Das wäre nicht gut. Aus dem Grund, nicht, dass es jetzt gleich doch schief geht, wenn die Fee nicht zündet automatisch, aber ich meine, ist ja in jedem Zelda so. Ich könnte die auch jetzt einfach selber benutzen, aber ich möchte halt auch so ein bisschen herausfinden, ob es denn so war. Dafür dürfen wir jetzt nochmal einmal komplett um den Pudding. Yippie-yay. Hätten wir den mal als erstes gemacht. Naja. Weil das ist jetzt natürlich in jedem der Türme angesiedelt. Und hier dürfen wir nochmal nach rechts. Man könnte halt auch einfach rausgehen und nochmal eine Lon-Lon-Farm gleich holen. Vielleicht machen wir das, um dann... Final gegen Fatih zu kämpfen. Was halt hier sehr gruselig ist, gerade bei Zweien, die greifen ja nicht synchron an. Und das ist halt gruselig. Also eigentlich muss man die so ein bisschen... getrennt kriegen. So wie ich das hier gerade versucht hatte. Was erstaunlich gut funktioniert hat, by the way. Nicht schlecht. Nicht eine Fee für gebraucht. Wahrscheinlich jetzt auf dem Weg hier nach oben. Da wird jetzt wahrscheinlich eine Fee drauf gehen. Okay, hier müssen wir nur ein bisschen zündeln. Ein bisschen Arson betreiben. Wie man das gewohnt ist. Link, der alte Zünder. Hallo, 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 hallo. Bitte anbleiben, danke. Voll lieb. Oh Gott, nicht ihr schon wieder. Wenn ich euch sehe, habe ich schon keine Lust mehr. Blöden Dinger.
So, hier dürfen wir nach oben watscheln, uns den letzten Schlüssel dann tatsächlich holen. Und damit haben wir alle vier Wächter von Vati Fati hinter uns gelassen, können uns den großen Schlüssel holen und dann dem finalen Endkampf entgegenstehen mit einem halben Herzen. Ist das nicht toll? Es ist große Klasse. Es ist komplett scheiße. Ich überlege gerade, wie wir es am besten machen. Eigentlich müssten wir jetzt gleich irgendwie mal so einen Feenraum aufsuchen, um uns einmal komplett aufzupäppeln. Das müsste ja irgendwie drin sein. Müssen wir gleich mal einmal schauen, wo es in der Nähe einen Feenraum gibt. Wie macht man das denn? Ah. I'm stupid. Wir können das Ganze jetzt dann nach links verschieben. Jawohl, ja. Bevor wir da oben hingehen. Gibt's hier immer mindestens zwei Herzen drin? Weil sonst kann ich natürlich einfach auch immer wieder hier rein und rauslaufen. Der große Schlüssel. Oh boy, die Angst ist groß. Okay, es gibt hier vorne immer zwei Herzen drin. Dann ist es vielleicht sogar fast schneller, das hier zu machen. Auch wenn es jetzt ein bisschen... Es wirkt langwierig, aber ich glaube insgesamt ist das hier schneller, als wenn wir uns irgendwo jetzt hin teleportieren, dann uns da eine Fee besorgen. Guck mal, wie, das ist jetzt ja quasi gleich schon voll. Ich habe trotzdem übrigens alle meine vier Feen, trotz der vier Wächter, was ja zweimal Einzelwächter waren und zweimal Doppelwächter, trotz dessen habe ich alle vier Feen behalten, bin nicht hops gegangen, habe überlebt mit einem halben Herzen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mein damaliges Ich wäre sehr stolz auf mich. Und damit geht es final zu dem Endboss des Spiels und zum Finale. Oh boy. Ich erinnere mich damals, ich habe sogar extra nochmal in das ehemalige Let's Play reingeguckt. Ich brauchte, glaube ich, drei Versuche, um den Endboss zu besiegen, weil ich es so schwer fand. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ihr seid gekommen, um die Zeremonie zu stören, doch ihr kommt zu spät. Wenn die Glocke noch dreimal läutet, ist die Zeremonie beendet und mit dem dritten Glockenschlag werde ich Erzdämon Vati sein. Tja, und Zelda ist dann wirklich nur noch ein Stück Stein. Oh je, wir haben keine Zeit. Thomas, lass uns aufs Dach gehen. Und hier habe ich mich immer gefragt, wer kämpft gegen die Gegner? Hast du die Glocke gehört, Thomas? Nur noch zwei Schläge, Beeilung! Ich glaube, hier ist man sogar daran gebunden. Danke für das Glücksfragment. Brauche ich gerade nicht unbedingt. Die Glocke hat schon wieder geläutet. Was sollen wir tun? Nur noch ein letzter Schlag und es ist vorbei. Ha! Ja, hier die jetzt übrigens zu trennen, natürlich sehr, sehr knifflig. Hier sollte man am ehesten versuchen, die roten als erstes rauszuhauen. Danke. Weil die roten natürlich nicht so viel aushalten. Und da hat man nur noch den Schwarzen vor sich. Ich frage mich immer, ob hier irgendeine Schwertechnik schlau wäre. Irgendwie dieser Flugsprung? Flugsprung. Dieser Flugschwerthieb? Weil wenn man schon die ganzen verschiedenen Techniken lernt, irgendwas muss ja eigentlich schlau sein. Das ist aber auch wieder so dieses Typische bei einem Videospiel. Es wird einem suggeriert, es ist keine Zeit,
Und dann muss man aber noch gegen Gegner kämpfen, der einem voll die Zeit raubt. Der Klassiker im Videospiel. Es ist eine Zeit, bitte mach schnell, aber besiege erst diese Gegner, die unfassbar lange brauchen zu besiegen. Muss hier echt so schnell sein, ne? Aua. Ich glaube, er hat noch 2 Schläge Leben. Wenn man da reinläuft, stirbt man? Und die geben einem nur 4 Herzen, wenn die einen hoch... Ich weiß wieder, warum ich das so schwer fand. Oh, fuck me. Ich dachte, die geben einem wenigstens Hälfte her. 4 Herzen geben einem Feen. Werden die Feen irgendwie unterbezahlt oder was ist da los? Ja, wir gehen, glaube ich, ohne Feen hier gleich rein. Jetzt habe ich Angst, dass er den anderen Move die ganze Zeit macht. Geht doch. Hey, ein Herz gibt er uns zurück. Das ist ja Herz allerliebst. Ha, versteht ihr? Herz. Okay, mit wie wenig Herzen wir da jetzt reingehen, das ist so lächerlich. In wenigen Augenblicken wäre die Zeremonie vorüber gewesen. Es wäre so viel schlauer gewesen, London-Milch mitzunehmen 4-mal. Aber ihr müsst mich ja ständig stören. Nun, das ist auch nicht weiter schlimm. Es war nicht sehr viel, aber ich habe genügend Force von Zelda erhalten. Nun kann ich zum mächtigsten Dämonen der Welt werden. Doch zunächst will ich mich um euch kümmern. Ja. Toll. Hi. Ihr stört mich nicht mehr. Ich werde euch eine Kostprobe meiner dämonischen Macht geben. Oh boy. Man muss aber weiterhin zugeben, die Formen von ihm... sehen schon sehr cool aus. Davon will man, glaube ich, nicht getroffen werden. Sehr gut. Davon will man auch nicht getroffen werden. Hier wieder ausweichen. Ich fände es cool, wenn man den auch an ihn zurücksenden könnte. Ach lol, als ob wir einen auch treffen können damit. Das ist ein bisschen peinlich jetzt gewesen. Ich möchte nicht drüber reden. Bringen die Feen mehr, wenn man sie selber einsetzt? Das frage ich mich gerade. Weil das wäre ja mega der Betrug. Nö, die bringen einem genauso scheiße wenig. Ich möchte mich darüber beschweren, wie wenig Leben die Feen zurückgeben. Oh, shit. Was musste man hier tun? Ah, Moment. Alright. Ah! Das war ganz schön knackig.
besiegt. Die erste Phase ist down. Aber die erste Phase war auch tatsächlich die einfachste Phase, möchte ich dazu sagen. Gar nicht so schlecht, ich hab dich unterschätzt. Gut, was sagst du dazu? Ja, und jetzt macht euch mal bereit für die nächste Phase. Ich habe noch mehr Kraft angesammelt. Meine Dämonenkraft kannst du mit dem winzigen Schwert nicht besiegen, bezwingen. Es ist so crazy. Moin. Mein, lieber Kollege. Musste man jetzt nicht erst warten, dass man sieht, an welcher Stelle irgendwie Augen von ihm sind? Oder konnte man jetzt schon was machen? Weil das sieht jetzt ja fast so aus, als ob wir gerade den hier machen sollen. Ja, ich glaube, so ging das. Okay, so ging's nicht. Ah, stimmt! Man musste die wirklich suchen. Yes, 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 I remember. Ah. Oh boy. Sind die jetzt hier an der Seite alle? Ja, dachte ich mir fast. Schön ein bisschen Schaden machen. Let's fucking go, dude. Ja, die sind jetzt bestimmt an der Seite hier. Ah, ne, unten. Okay. Back to the roots. Obwohl ich den Endboss hier bei Minish Cap wirklich sehr, sehr cool finde. Ich mag ihn echt gerne. Er ist brutal schwer. Geht komplett auf die Nüsse. Aber er ist cool. Er ist cool. Ja, und alles, was ich gesagt habe, dass Zelda an sich recht simpel ist. Der Endboss macht dieses Spiel halt zu einem unfassbar schweren Spiel. Selbst 12 Jahre danach kann ich das noch sagen. Hey, ist das nicht toll? Ich kann selbst 12 Jahre danach sagen, ich finde das Ende von diesem Spiel weiterhin komplett brutal schwer. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den durchgezogen kriege. Als ob! Okay, unten. Kann man jetzt ja schon von ausgehen. Trotzdem muss man die aber alle so erst umdrehen, ne? Boah, ich wollte gerade sagen, triff ihn doch! Wie oft denn noch, Junge? Oh Gott! Mach doch nicht auf teuer jetzt. Okay, man sieht jetzt ja schon, man muss auf jeden Fall an die rechte Seite. Ja, das hat er gerade grandios abgewehrt. Muss man ihm leider lassen. Yes! Auch diese Phase bezwungen. Ich mache übrigens nur die Dinger, damit es definitiv schneller geht, falls wir nochmal neu rein wollen. Das darf nicht sein! Ich bin ein Dämon! Ich bin mächtiger als alles andere! Ich kann doch nicht gegen ein Kind verlieren! Ja. Man denkt jetzt so, oh ja, man denkt so, ja toll, geschafft. Spiel durch, ja. Das hast du gut gemacht! Jetzt lass uns schnell Zelda vom Fluch befreien. You wish, my dude.
Gut, Thomas, jetzt verwandle Zelda mit der Kraft des Schwertes der Vier zurück. Das ist übrigens das Sample von Young Hearn 9. Habe ich auch letztens erst herausgefunden. Es hat mich gebrochen, als ich es herausgefunden habe. Slowt das runter. Das ist original der Beat von 9 von Young Hearn. Es ist komplett crazy. Das hat mich ein bisschen kaputt gemacht. Dass der einfach Zelda gesampelt hat. What the... Thomas, danke für deine Hilfe. Auch als ich zu Stein geworden war, konnte ich dich sehen, Thomas. In meinen Träumen. Der Fluch ist offenbar gebrochen. Ein Glück. Wir kamen noch rechtzeitig. Mehr oder minder rechtzeitig. Oh nein, das Schloss stürzt ein. Wir müssen schnell hier raus. Los, lauf! Nanu, der Ausgang ist blockiert. Dann schnell zur heiligen Stätte. Mit einem halben Herz. Ganz entspannt. Aber hey, keine Gegner, die auf uns warten anscheinend. Das ist ja noch nett. Mir entkommt ihr nicht. Ihr sollt die Kraft des Dämons Vati, der das Force erlangt hat, erfahren. So, hier setze ich jetzt nochmal einmal ein. Und dann gehen wir rein. Der finale Kampf, Freunde. Jetzt wird's brutal. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich, was der alles kann. Weil das ist natürlich mit eins der ersten... Ah, doch. Ich glaube, ich weiß noch. Genau. Warte, nur einer hat sich umgeguckt, ne? Der hier. Genau. Ihr seht, der Fight ist aber trotzdem echt heller schwierig. Heller von Sinn. Wir sind einmal gefallen. Wir kommen zurück. Oh, natürlich wird es jetzt hier drin auch noch dunkel. Er guckt sich um. Ich sehe ihn. Und das weiß ich, dass man hier noch mit am meisten Schaden bekommen hat, weil man die ganze Zeit von den Dingern hier eins auf die Mütze kriegt. Und jetzt war es einfach, die vier Dinger da treffen irgendwie, oder? Genau. Okay. Kriegt er seine Arme nicht zurück? Der kriegt doch seine Arme zurück. Safe hat er seine Arme nochmal zurückgekriegt. Ja, das kann nämlich übrigens auch schief gehen. Dann ist richtig schön scheiße. Ja, dann macht er jetzt nochmal ein, wo man gar nicht ready ist. Da muss man nochmal warten. Man muss sich da nämlich wirklich perfekt in der Geraden hinstellen. Junge, mach doch! Ja, jetzt wahrscheinlich, genau! Ey, das ist doch nicht sein Ernst! Du Arschloch! Ja, dann warte ich halt jetzt erst einmal kurz ab. Dann macht er die jetzt! Ah! Mein 14-jähriges Ich kommt hoch und schreit gerade, weil er genau den gleichen Scheiß vor 12 Jahren schon mal durchgemacht hat! Jetzt aber. Junge! Triff doch den einen noch! Trink mal ein bisschen Zielwasser, mein Junge! Stell mich jetzt ganz nah dran. Wie kann der das denn nicht schaffen? Das würde ja selbst ich treffen.
Ja! Drauf! Okay. Ja! Nochmal! Ich darf mein 14-jähriges Ich glücklich machen. Ich habe es direkt First Try geschafft. In Gottes Namen. Ich bin tatsächlich in 12 Jahren besser geworden. Ich kann sagen, Videospiele, man kann sich verbessern. Freunde, so etwas Dummes, was mit der Kraft des Force, der dämonischen Kraft. Ja, nix. Fuh. Und sogar noch eine Fee im Petto, Freunde. Da ist das Mützchen. Oh, Thomas, schön, dass dir nichts passiert ist. Du hast Vati besiegt, das ist gut. Aber wir haben so viel verloren, das Schloss, all die Menschen. Etzelo. Denn auch der Fluch von Etzelo ist aufgelöst worden. Ha, wer hätte das gedacht? Nun, da Vati besiegt ist, ist auch sein Fluch von mir gewichen. Mein Name ist Etzelo. Ich bin der Weise von Tiloria. Ich war es, der die Mütze des Hexenmeisters erschaffen hat. Meine Schwäche hat den Menschen viel Leid gebracht. Bitte verzeiht mir. Viele Menschen mussten sterben. Das Schloss ist zerstört, doch gebt die Hoffnung nicht auf. Da auch ich meine ursprüngliche Gestalt zurückerlangt habe, lässt sich mit Zeldas Force und der Mütze vielleicht noch etwas ausrichten. Direkt nochmal Zelda in irgendeine andere Welt schießen. Wenn ein aufrichtiger Mensch sie trägt, entfaltet die Mütze ihre wahre Kraft. Nun denn, Zelda, bete inbrünstig für deinen Wunsch. Boah, ich hätte gerade richtig fett gerne einen Mac-Cheese-Burger, was weiß ich was, irgendwas geil, fettig, ja Mann. Stell dir vor, jetzt kommt gleich einfach so ein McDonalds-Wagen. Alles wird aufgeräumt. Und sieht genauso aus wie damals. Das dunkle Schloss Ade. Das ehemalige Schloss Hyrule ist zurück. Und alle, die versteinert waren, sind auch wieder zurück. Dieses kurze Herzpiepsen. Alle Gegner verschwinden. All das Leid, was es auf der Welt gab, ist hinfort. Das Schloss steht wieder in seiner alten Pracht. Die Menschen sind vom Fluch befreit. Alles ist wieder wie vorher. Ja, ich spüre die Lebenskraft überquellen. Selbst die magische Mütze erzittert vor solcher Energie. Die Mütze heißt Mütze der Wünsche. Sie erfüllt die Wünsche des Trägers. Weil Vati so ein böses Herz hatte, wurde er zu einem Dämon. Doch Zeldas Wunsch und die Kraft des Force könnten ein Wunder vollbringen. Und so versiegt auch die heilige Stätte. Ja, die Zeit des Abschieds scheint gekommen. Das Tor von Tiloria, das sich nur alle 100 Jahre öffnet, schließt sich wieder. Ich kehre zurück nach Tiloria. Ich weiß, durch meine Schuld geschah viel Leid, doch das Böse ist besiegt. Dank Zelda erstrahlt Hyrule wieder im alten Glanz. Thomas, unsere gemeinsame Reise hatte durchaus vergnügliche Seiten. Der Abschied stimmt mich ein bisschen traurig. Nimm bitte dieses Geschenk. Da haben wir unsere normale grüne Mütze. Ohne Schnabel. So sehe ich dich zum ersten Mal. Aber sie steht dir, kleiner Held. Alles Gute. Da! Der kleine Minish. Lebe wohl. Ach, schön. Und damit sind wir tatsächlich in den Credits angekommen von The Legend of Zelda, The Minish Cap. Weiterhin ein unfassbar tolles Spiel. 12 Jahre danach kann ich weiterhin sagen, es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Das Storytelling, diese ganze Mechanik, dass man sich kleiner machen kann. Der Bossfight ist tatsächlich immer noch genauso so heftig wie damals. Das möchte ich auch sagen. Aber es war richtig, richtig schön, das nochmal durchgespielt zu haben.
Ich behalte es weiterhin als wunderschönes Spiel im Herzen. Bin weiterhin froh, es jetzt auch nochmal gespielt zu haben. Tolles, tolles Spiel. Und ich würde jetzt tatsächlich sehr gerne noch einmal oben zu dem Goronen gehen. Ich weiß allerdings, es gibt jetzt zwei Dinge. Entweder es war tatsächlich so, ihr habt es vielleicht sogar schon in die Kommentare geschrieben, ich nehme das jetzt ja alles auf, bevor überhaupt der letzte Part vorher hochgekommen ist. Entweder war es so, dass der Goronen einen den Spiegelschild gibt, wenn man das Spiel durchspielt, oder wenn man alle Fragmente mit den verschiedenen Tingle-Brüdern, den Geschwistern, vollbracht hat. Beziehungsweise alle wichtigen Fragmente, weil man bekommt von Tingle auch so eine spezielle Statue, die ich übrigens auch nie hatte. Und es könnte sein, dass es auch daran hing. Deswegen würde ich jetzt gerne, nachdem wir das hier geschafft haben und nachdem wir das Böse bezwungen haben, wenn wir gleich die Möglichkeit haben, noch einmal hoch zum Goronen und schauen, was er sagt, weil wir jetzt ja alles gerettet haben. Aber weiterhin ein sehr, sehr schönes Spiel. Och Gott. War das wieder schön. War das wieder schön. Hier sieht man noch alle Leute, die das in die verschiedenen Lokalisierungssprachen übersetzt haben. Spezielle Thanks. Super Mario Club. Süß. Original Zelda Staff. Dass der einen einfach anspuckt, ne? Etzelo spuckt uns einfach irgendwas ins Gesicht. Irgend so einen grünen, ekligen Blobs. Den kriegen wir ins Gesicht. Ew. Ist ja ekelhaft. Shigeru Miyamoto. Satoru Iwata. Ha, allein wenn ich die Namen lese, geht mein Herz wieder auf. Da ist es, der Held. Hiermit endet das erste Abenteuer von Thomas. Doch was wird die Zukunft Thomas, Zelda und den Hylianern noch bringen? So geht die Geschichte weiter. Solange die Kraft des Force es will. Und die ganzen anderen Zelda-Teile, wenn ihr möchtet, könnt ihr auf dem Langzeitgedächtniskanal nachgucken, weil die haben wir eigentlich alle on-stream durchgespielt. Da geht tatsächlich die Legende des Thomas weiter. Denn überall ist es Thomas, der Held, der alles hier bezwingt. Wundervoll. Wundervoll. Speichern. Ja, natürlich. Sehr gerne, sehr gerne. Und damit startet das Spiel von neuem. Wir sind wieder am Anfang und sehen jetzt hier auch schon oben rechts, dass wir dieses Triforce-Symbol, das Force-Symbol haben. Und wenn wir hier jetzt durchstarten, ja gut, dann wird, glaube ich, das nicht daran gekoppelt sein, dass man das Spiel durchspielen muss, weil das haben wir jetzt ja so gesehen nicht getan. Dann wird das daran gekoppelt sein mit den, Tingles. Weil ich glaube jetzt nicht, dass der Goronen, oder vielleicht ist es ja doch gespeichert, I don't know. Aber ich glaube nicht, dass der Goronen jetzt sagen wird, du hast Wundervolles vollbracht, hier, Bumsfallera. Aber wir können ja mal einmal nachschauen. Herzlich willkommen, mein putziger kleiner Mützenwicht. Trägst du etwa ein Schild in deiner Hand? Für uns Goronen ist das die allergrößte Delikatesse. Oh bitte, mein lieber Mützenwicht, lass mich von deinem Schild probieren. Keine Sorge, ich probiere nur ein klitzekleines Stückchen. Ehrlich. Na gut. Ist dir klar, dass du den Schild in der Zwischenzeit nicht verwenden kannst? Überlässt du ihn mir trotzdem? Wirklich? Danke, dann will ich gleich mal. Mahlzeit! Oh, wie vorzüglich. Es stimmt tatsächlich. Erlesenes Futter. Lass mich noch ein Stückchen probieren. Muss man dem jetzt immer wieder ein Schild bringen? Weil ich meine, wir können dem jetzt ja einfach Schilde entgegenwerfen. Wir können ja immer hier wieder in Hyrule neue Schilde kaufen. Das ist ja nicht das Problem. Weil er hat natürlich recht. Jetzt gerade können wir unseren Schild nicht benutzen, weil wir haben keinen. Aber hier im Shop können wir ja einfach ein Schild kaufen. Für, ich hoffe nicht allzu teuer,
40 Rubine. Ja, das ist wirklich extrem günstig. Herzlichen Dank. Dann düsen wir nochmal nach oben. Weil das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. So. Ich hab dir nochmal ein Schild mitgebracht, mein Lieber. Lass mich noch ein Stückchen probieren. Lass mich noch ein Stückchen probieren. Ha. Vielleicht auch nicht. Ich überlege jetzt gerade, wir können ja einmal nachschauen. Ich habe ja immer noch meine schlaue Seite hier offen. Und bei dieser schlauen Seite gibt es auch den Punkt Items. Und da wird dann ja auch aufgezählt. Mirror Shield. Give it to him and he will start to chew on it. Walk around Hyrule for a while and then return after he has finished chewing on it. Okay. Okay. Also, man muss jetzt... Ja, das ist jetzt ja auch... Das ist auch schön, dass das nicht wirklich ganz fest niedergeschrieben ist, was man tun muss. Man soll jetzt in Hyrule rumlaufen. Ja, gut. Ja, ich nehme noch mal eine Flasche. Die Longlon-Milch wäre wirklich die schlauere Wahl gewesen, möchte ich übrigens sagen. Grüne haben wir leider immer nur noch ein viereckiges. Die wäre wirklich eine sehr viel schlauere Wahl gewesen. Guck mal, wie viele Herzen die auffüllt. Wow. Der nächste Band ist übrigens angekommen und natürlich, es ist wie bei Mangas, ich kaufe natürlich direkt den nächsten Band. Keine Frage. So, man soll jetzt hier rumlaufen, so ein paar Dinge tun. Und irgendwann sagt dann der Gorone, Hallöchen, ich habe fertig gekaut, es war lecker. Aber da ist jetzt natürlich die Frage, ist das einfach nur daran gebunden, dass man Zeit verstreichen lässt? Muss ich gerade wirklich Quests nebenbei machen? Weil man könnte jetzt ja alles Mögliche machen. Und ich würde euch natürlich gerne noch zeigen, was wir da dann zurückbekommen. Auch wenn ich schon mal mehr oder minder gesagt habe. Fünf Muscheln. Ja, hier braucht man auf jeden Fall die Turbo-Taste. Also wer das hier wirklich an seinem eigenen Gameboy damals so durchgezogen hat. Ich ziehe den Hut vor euch. Wirklich. Ich ziehe den Hut. Dass ihr das hier nach und nach genau so gemacht habt. Weil das ist absolut crazy. Ich würde sehr, sehr gerne in diesen Raum, um alleine mal zu sehen, wie es aussieht, wie man mit diesem Musikgerät die ganze Musik abspielen kann. Aber ich denke, es wird einen ähnlichen Aufbau haben wie hier, wenn man sich die Figuren anguckt, nur dass da dann halt die Musikstücke sind. Aber... Boah. Das für 130 Figuren ist halt... That's crazy. Damn. Aber, weiterhin möchte ich sagen, Minish Cap war ein absolut wundervolles Spiel. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beim Zusehen genauso. Es war sehr schön, mal wieder so ein richtig, fast schon altertümliches Let's Play hier auf dem Kanal zu haben. Das möchte ich auf jeden Fall weiterhin fortführen, weil Let's Plays, ist mir aufgefallen, ist doch weiterhin das, was mir am meisten Spaß bereitet. Und wo ich mich, glaube ich, auch am wohlsten fühle und nicht immer nur irgendwelche kurzen Indie-Horror-Games oder so. Die kann es auch gerne mal zwischendurch geben. Aber Let's Plays sind doch weiterhin so das, was ich sehr gerne dann mache. Ich bin gerade überlegen, ob ich hier irgendwo... Ach, guck mal. Ich könnte ihn fertig machen. Oh, das war die falsche Taste. Die Dinger halten immer noch so viel aus, ne? Ich meine, die droppen auch einen Heiden-Rubine. Aber
halten auch echt viel aus. Wir laufen nur durch Hyrule, bis der Gorone sagt, es war lecker. Besonders, es ist ja sogar nur ein kleiner Holzschild. Wie kann so ein Riesen-Gorone so lange daran knuspern? Also der ist ja dauerhaft gerade noch am Mampfen. Mann, oh Mann, oh Mann. Könnte jetzt natürlich auch ewig dauern, ne? So ein bisschen die Frage. Ich schau noch mal einmal kurz nebenbei, weil Minish Cap da. How long? Das ist direkt die erste Frage hier. How long? Just go fight Vati again and save at the end. It will be ready after you kill a bunch of enemies. Shield will be given to you, don't worry. This is why I'm always reluctant to answer the question how long. It's as long as you make it. Okay, also man kann wirklich, man muss nebenbei Dinge tun. Irgendwie auf Leute einhacken oder so. Okay. Also man soll wirklich Gegner besiegen. Alle sagen, man soll eigentlich Fati nochmal besiegen, weil dann genug Zeit ins Lande geht und das ausreicht. Aber das würde ich jetzt tatsächlich nicht nochmal unbedingt machen. Kann euch aber sagen, man bekommt von ihm, wir können ja noch einmal schauen, ob er es jetzt vielleicht gerade ausspuckt, weil anscheinend kommt keine Sequenz, sondern man muss aktiv nochmal zu ihm hingehen. Einmal nochmal ansprechen, gucken, ob er uns den jetzt direkt gibt. Oder... Nee. Man muss tatsächlich noch längere Zeit überbrücken. Man bekommt von ihm den Mirror Shield, also den Spiegelschild, mit dem man Attacken zurückfeuern kann, ein bisschen besser geschützt ist vor Attacken. Das wäre jetzt halt noch was, was man holen kann, wofür man das Spiel mindestens einmal durchgespielt haben muss. Aber das war... Minish Cap, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Projekt wieder. Falls ihr irgendein Projekt habt, was ich unbedingt mal spielen soll, sei es ein neues Spiel, ein altes Spiel, etc., schreibt es gerne in die Kommentare und ich schaue da vielleicht mal rein. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, euer Brain, tüdelü mit Ü. Brrr.